Und eine Peach. Und, richtig. Und auf der anderen Seite Adi, der Game Watch spielt. Bisschen am Game und Watchen. Und das ziemlich krass. Ja. Adi natürlich nicht zu unterschätzen. Ja, ist hier Adi mit Sicherheit der Favorit hier. Ja. Von den beiden. Aber der gute Brexit mit der Peach ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ja, vor allem der Peach-Faktor ist natürlich immer da. Also wir haben ja schon von Backgraven gesehen, eine Interaktion 80%. Ja, kannst du ja nichts machen. So, eine Fair, Game Watch ist leicht. Ja, da hilft auch der schnell, Game Watch einmal nicht mehr. Richtig, also das kann schon schnell gehen, aber Adi, wie gesagt... Vielleicht holt Adi auch dreimal die 9 aus dem Hammer raus. Das wäre Hype. Ja. Wäre aber auch ein bisschen unfair. Ja, aber beide haben ja so eine Tools, bisschen RNG sind. Also mal schauen. Ja, ein kleines Luck-Matchup, würde ich sagen. Ja. Aber nur ein kleiner Faktor. Ein kleiner Faktor. Ich habe nicht so viel Ahnung von Game Watch, aber ich habe mal gehört, Leute, die für sowas fischen, für so eine 9 fischen, sind entweder keine guten Game Watch-Spieler. Würde ich auch sagen. Oder die sind so gut, dass sie wissen, dass sie, auch wenn sie nicht die 9 kriegen, sowieso gewinnen. Und dann deswegen dafür fischen. Das ist natürlich stark. So ein Ego musst du erstmal haben. So ein Ego musst du haben. Ich gehe davon aus, dass wir das mindestens ein, zwei Mal sehen, dass wenigstens dafür gegangen wird. Das fände ich auch schön. Ein paar einfach mal sehen. Oh! Okay. Was? Duck Hunt Duo. Ja, ist aus. Ja, ich würde sagen, das ganze Gespräch über Game & Watch lassen wir einfach mal. Okay, ich habe anscheinend irgendwas verpasst. 3, 2, 1, ja. Go! Ja, Adi haut jetzt mal mit Duck Hunt Duo rein. Ein Char, den man auch nicht so oft sieht. Also es gibt auch nur eine Art von Duck Hunt Spielern. Und das sind die cracked sind. Also bin ich mal gespannt, weil du musst halt Mathe können. Kann ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja, auch nicht. Ja. Aber wir sehen schon, dass er auf jeden Fall weiß, was er hier tut. Even Prozent haben wir. Aber ich weiß nicht, ob er hier einfach verfolgt hat, sagt, er hat gerade Bock auf Duck Hunt oder ob das ein Char ist, den er schon länger practiced. Ja, ich weiß. Hat den Duck Hunt schon ab und zu mal ausgepackt, aber nicht so häufig, würde ich sagen. Ja. Habe ich selber, wie gesagt, noch nicht von ihm gesehen, deswegen bin ich echt gespannt, wie das hier wird. Ja. Natürlich ein Char, der auch sehr gefährlich beim Ledge-Trappen ist, durch diese Can, durch diese ganze Zeug, was da rumgeschmissen wird. Ja. Diese ganze Range, die gecovert wird, dann auch durch die Smashes. Echt gefährlich. Ja, da kann wirklich gut reinhauen ab und zu. Genau, aber... Grab, währenddessen wird die Can noch weitergemacht. Man muss dazu sagen, okay, er findet sich den Kill, aber man muss dazu sagen, dass Brexit ein Spieler ist, der gerne for fun auch einfach mal Duck Hunt spielt. Ja. Ja, das heißt, er weiß, was der Char kann. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, ich weiß es auch nicht. Aber Brexit weiß es, aber trotzdem bin ich gerade ganz schön die Fresse poliert. Ja, ein bisschen aufpassen. Da kann natürlich auch ein kleiner Profi im Zoning. Ja. Wirft ihn auch in den Keller rein. Oh, und Brexit muss hier den Kill langsam finden, ist aber immer noch ein Disadvantage. Schön, wie Adi das hier macht. Den Counter sehr gut gebracht auf jeden Fall. Aber nichts anderes. Und Brexit weiterhin die ganze Zeit offstage. Ja. Ja, wir haben heute so ein kleines Peach Offstage Game. Ja. Im Allgemeinen. Vorhin schon mit Raven, jetzt mit Brexit. Peach Offstage. Ja, die vertragen sich heute sehr gut. Ja. Aber vor allem gegen so einen Chubby Duck, dass die Can trifft. Das ist natürlich ein Safe Kill. Mit der Can rein. Haut nochmal einen Teller rein. Alles gut. Eigentlich alles explodiert. Adi nicht gezwungen, irgendwie zu engagen. Ja.
auf Peach. Also hier wirklich ganz entspannt spielen. Hat sich absolut gestoppt. Ja. Eine schöne Can-Combo und ja genau, 70%, 80%. Brexit weiß nicht, wie er reinkommen soll. Counter gepunished, gegrabt, nochmal die Can reingeballert wie nichts. Ich finde jetzt aber mal hier die Backer zum Kill. Schon mal wenigstens kein Freestock, aber ja, okay. Ja. Der Upsmash macht's ja, denn. Der Upsmash war. Interessant, würde ich sagen. Ja, da kann das halt so. Also ich stelle mir es auch echt schwer vor, als Peach da irgendwie reinzukommen durch diese ganzen Sachen, die da rumfliegen, die Can und weiß ich nicht, diese Frisbee und so, auch oh, es wird der Name geändert. Controller Changes. Was ich denn jetzt hab. Okay. Ach. Oh. Mit Stick Jump. Und ja, das waren ja normale Einstellungen, die da gerade waren. Wer von beiden? Oh, Adi hat sogar falsche Controls gehabt. Und hat das Adi nicht wirklich interessiert? Nee, irgendwie nicht. Hat komplett auch drumherum gespielt. Aber ich glaube, im Moment kennen wir alle. Wir starten einfach entspannt das Spiel, wollen vielleicht gerade Bracket spielen, Friendlies, etc. Willst vielleicht einen Up-Tilt machen. Ja, oder ich würde sagen Up-Smash und plötzlich springst du einfach hoch. Ja. Das ist natürlich sehr unangenehm vor allem. Oh, ja. wie gesagt, Brexit auch einer, der gerne Darkhand-Duo spielt und ich glaube, er sagt sich jetzt, gut, Ali ist wieder, das wird ein wahrscheinlich eh schwer, er geht jetzt für den Fun und wir sehen tatsächlich ein Darkhand-Duo Ditto und ich kann jetzt schon nicht sagen, welche Can von wem ist. Nee, ich auch nicht, die sehen auch beide gleich aus, muss ich sagen. Die sehen beide gleich aus, es ist so, ich glaube, ein bisschen random, was jetzt passiert. Also ich habe keine Ahnung, was gerade vor sich geht. Ich kann nur sagen, es passiert alles. Adi hat den Lead auf jeden Fall. Wo beide Cans aufeinander. Frisky haut den Pixel Sheriff mal kurz um. Was passiert hier? Also das ist ja wirklich. Ja, es ist so ein kleines Schlachtfeld gerade einfach. Wir hauen ja eins nach dem anderen. Die Cans und die Frisky fliegen auf jeden Fall. Ja. Keine Explosion, glaube ich. Wechsel 120% ist kurz vom Kill. Uiuiui, das war knapp. Ui, ich hab's nicht mehr zu recovern. Okay. War ein bisschen zu tief. Wieder Can gegen Can geworfen. Hier wird Projektil auf Projektil geschmissen. Ja. Aber ich finde es schön, dass wenn man mal ein bisschen auf die Playercam achtet, wenn irgendwie was komisches passiert, was keiner versteht, dass sie einfach. Uiuiui, schöne Down, ja. Mm. Dass sie einfach trotzdem beide lachen und einfach Spaß am Game haben. Ja, das ist ja auch ein bisschen schön. Wir haben trotzdem Spaß beide. Wir nehmen das Projektil nicht allzu ernst. Wir spielen natürlich trotzdem mit voller Konzentration. Wir machen es genau richtig. Ja. Ja, dem Duckhandschuh schmeckt das Hundefutter auch nicht so, das wird immer weggeworfen. Immer weggeworfen, Waste. Ja. Aber. Die ganze Zeit gerade. Na, die wollen halt gucken, glaube ich, einfach, dass sie diese Can-Hits kriegen. Und da beide natürlich wegrennen. Ja. Sehen wir nicht. Uiuiui, schöne Downer. Schön von Adi. Beide jetzt Kill mit einer Downer gefunden. Ist natürlich auch eine ziemlich lineare Recovery. Also man kann schon echt darauf reagieren bei Darkhand-Duo, wie er recovern wird. Ja. Und Adi schon wieder mit guten Prozenten hier am Aufbauen. Ja, Adi lässt sich auch wirklich nicht stoppen, also er geht die ganze Zeit rein. Ja, schon wieder 90% auf Brexit. Wird schwer noch da irgendwie zurückzukommen. Guckt, so guck ich auch die ganze Zeit. So sehe ich auch aus.
beide auch am Wegrollen. Dann 50 Projektile. Dann machen sie mal eine Nähr. Alles schießt sich ab, alles explodiert. Und irgendwie zwischendurch hittet dann doch mal eine Cam. Ja. Ja, nach einer Minute nichts hitten, hittet halt plötzlich alles. Ja. Oh, die Cam. Oh, das war schon echt knapp. Tot. Und ich kurz vom Dead. Oh. Ist eigentlich für beide fast eine One-Hit-Situation gerade. Ja. Plus, dass Ali noch zwei, noch einen Stock hat. Adi ja, hatte ihr Kern, die sollte reichen, ja. Ja. 2-0 für Adi. Noch ein Spaß gern gehabt. Adi wollte seinen Stock noch behalten. Ja. Der war ihm wichtig.